Vor fast genau 2 Jahren wurde das Rundentaktikspiel Battletech veröffentlicht. Es war der Start für eine, ich sag mal, kleine Wiederbelebung dieser Marke in Sachen Computerspielen, denn inzwischen haben wir ja auch MechWarrior 5 und Xbox-Chef Phil Spencer hat sogar gesagt, er würde sich wünschen, für die nächste Xbox-Generation die Arcade-Ableger der Mech Assault-Serie wiederzubeleben. Fände ich natürlich super. Aber in diesem Video soll es erstmal um Battletech gehen. Wir wollen so eine Art Battletech 2020-Überblick liefern, denn das Spiel hat Erweiterungen bekommen, es hat jede Menge Patches bekommen und inzwischen haben die Entwickler die Arbeit daran auch eingestellt. Es ist jetzt in dem Zustand also so, wie es ist. Und mein Kollege Tobias Kluge hat es sich angeschaut und kann uns jetzt verraten, wie denn der Zustand ist. Hallo Tobi. Hallo Fritz. Also, fangen wir doch mit den DLCs an. Was haben die denn gebracht? Die DLCs haben die sogenannten Flashpoints gebracht. Das sind Mini-Kampagnen, die meistens mehrere Missionen miteinander verknüpfen. Sie haben mehr Maps gebracht und natürlich neue Mechs. Was heißt jetzt genau mehr Maps gebracht, also mehr Szenarien, also Settings oder ja, genau. Tatsächlich gebaute Richtig, Maps? Richtig, neue Settings. Urban Warfare hat zum Beispiel das Stadtszenario eingeführt. Das ist auch spielerisch sehr interessant, weil die Mechs auf die Gebäude springen können, um sich so einen Höhenvorteil verschaffen zu können. Und man kann ihnen dann die Gebäude unter den Füßen wegballern. Das andere neue Szenario kommt durch den Flashpoint-DLC. Das ist das Dschungelbiom. Das ändert aber nicht viel am Spielprinzip, außer dass es vielleicht mehr Wasser gibt, wodurch die Mechs schneller abkühlen. Ja, und bei den Mechs, was gab es da so an spannenden Neuerungen? Der letzte DLC hieß ja Heavy Metal, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Genau. Kam da nochmal eine besonders schwere Klasse an Mechs dazu? Wie der Name vielleicht erahnen lässt, ging es da zum größten Teil um schwere Mechs. 7 neue Mechs waren es an der Zahl. Das andere Highlight des Heavy Metal DLCs waren die neuen Waffensysteme, wie zum Beispiel die Inferno Missiles oder die LBX Autokanonen. Und die ganzen Sachen kann man dann auch die Flashpoints in der normalen Kampagne zwischendurch erwerben, spielen, erleben oder muss man das dann nachspielen? Es soll ein paar Flashpoints geben, die man während der Kampagne spielen kann. Der Großteil soll aber erst nach der Kampagne spielbar sein. Im Karrieremodus, in den ich jetzt mit den DLCs nochmal 40 Stunden investiert habe, ploppen die Flashpoints aber immer mal wieder zwischendrin auf. Und die sind auch wirklich ganz nett gemacht. Also das sind dann oft Sachen, wo man dann zum Beispiel nur mit leichten Mechs reingehen darf oder wo man auch, was man leider immer noch an dem Spiel, also in den generischen Missionen, die eben nicht Story-Missionen sind, vermisst. Das sind solche Sachen wie zum Beispiel, dass man ein Drop-Limit hat, dass man nicht unendlich viel schwere Mechs mitnehmen darf. Weil man kann im Prinzip sich ziemlich einfach viel Geld ergrinden, indem man einfache Missionen macht, bei denen man weiß, man wird nur gegen mittlere Mechs antreten und schickt einfach eine Lanze aus Assault-Mechs rein und walzt die dann einfach dementsprechend auch platt. Die DLCs waren ja recht teuer. Wie ist denn da eine Einschätzung? Hat man da genug für sein Geld bekommen? Also die haben, glaube ich, im Einzelpreis, oder sie kosten noch im Einzelpreis 20 Euro pro DLC, was definitiv zu viel ist. Das sieht man auch an den Steam-Reviews, also wer sich da mal ein bisschen durchscrollt, der wird sehen, dass die Hauptkritik der DLCs eigentlich ist, dass sie zu teuer sind. Es ist schon qualitativer Inhalt, der hier geliefert wird, aber wie gesagt, 20 Euro pro Stück, das ist zu viel. Sie sind, glaube ich, öfters mal im Sale für, ich glaube, so 7, 8 Euro gewesen. Und das ist ein Preispunkt, bei dem ich sagen würde, jawohl, der ist gerechtfertigt, da kann man zuschlagen. Jetzt gab es zum Release durchaus ein paar technische Probleme. Sie mussten jede Menge Patches nachliefern. Jetzt ist mehr oder weniger die Entwicklung vorbei. Das letzte Update wurde veröffentlicht. Was musste da alles repariert werden und wie ist der aktuelle Zustand? Der aktuelle Zustand ist gut. Also das Spiel fühlt sich jetzt auf jeden Fall ziemlich rund an. Ich meine, ich fand es schon damals, als ich es zum Release gespielt habe, war es auch eigentlich, also ich hatte jetzt keine großen Probleme mit Bugs oder so etwas. Ein Problem der Community oder vieler Spieler war, dass die Kampagne teilweise starke Difficulty Spikes hatte. Das ist auch in frühen Patches aber mehrmals adressiert worden und die Spikes sind geglättet. Das Spiel ist ja, glaube ich, ohne deutsche Übersetzung erstmal erschienen. Ja, stimmt, es war ja genau. Komplett in Englisch. Das wurde nachgeliefert. Und der Karrieremodus, der wurde auch erst nachgeliefert. Das ist praktisch einfach nur ein Endlosspiel. Ist Battletech 2020 deiner Meinung jetzt nach auch mit den DLCs zusammen ein
deutlich besseres Spiel oder ein bisschen besseres Spiel? Ja, tatsächlich nur ein bisschen besseres Spiel. Was aber auch daran liegt, dass es schon zu Beginn ein sehr gutes Spiel war, wie ich finde. Weil einfach dieser Mix aus Rundenstrategie, den man eben nur mit Mechs bekommt. Ich bin auch großer Battletech-Fan und es gab halt einfach nichts. Und es gibt auch bis heute ja nicht viel Konkurrenz dazu. Klar, es gibt die Mech-Warrior-Spiele, aber das ist ja eine andere Art von Spielen. Ja, es ist ein sehr, sehr, sehr viel runderes Spiel. Es ist ein besseres Spiel. Aber es hat sich nichts getan, was ist das Spiel wie, sagen wir mal, irgendwie in Destiny 2 Forsaken oder in Reaper of Souls für Diablo 3, wo man sagt, okay, ohne diese Updates will ich das Spiel nicht mehr spielen, weil es so viel besser geworden ist. Das ist bei Battletech leider nicht der Fall gewesen. Hm. Naja, aber man hat ja bei Battletech immer noch die Option, auf Mods zurückzugreifen. Was würdest du da empfehlen? Es gibt ja jede Menge. Gibt es irgendwelche, die besonders hervorragen? Wo guckt man überhaupt? Wo kriegt man die her? Also die Quelle für die Mods ist auf jeden Fall nexusmods.com. Das ist die Anlaufstelle Nummer 1 dafür. Und es gibt auf jeden Fall also ein Mod, der gar kein wirklich Mod ist, sondern das ist das Community Asset Bundle. Das ist nämlich genau das. Es sind mehr Assets. Und was heißt jetzt mehr Assets? Das heißt mehr Fahrzeuge, mehr Mechs und mehr Technologien, also mehr Waffen und Sensorsysteme und solche Sachen. Und das ist echt beeindruckend, was sich da in den 2 Jahren, in denen das Spiel draußen war, was sich da getan hat. Das ist immer und immer weiter gewachsen. Also man muss sich einfach mal nur die Seite bei Nexus Mods angucken. Das geht ellenlang, welche Mechs da dazugekommen sind. Und ganz wichtig auch, die ganzen Clan-Mechs sind dazugekommen. Also das, was vielleicht viele im normalen Battletech vermisst haben, kommen damit alle ins Spiel und integrieren sich auch gut. Gibt es dann eigentlich auch Story- oder zumindest Missions-Mods, die mehr Flashpoints reinbringen oder vielleicht auch ganz neue Kampagnen? Das gibt es nicht, aber es gibt Mods wie zum Beispiel Battletech Advanced, den habe ich auch mal ausprobiert. Hat bei mir leider ein bisschen Performance-Probleme verursacht, also möchte mich entschuldigen für das Footage, was man hier sieht, dass das vielleicht manchmal ein bisschen hakt. Der Mod macht auf jeden Fall das Spiel wesentlich komplexer und umfangreicher und die Zufallsmissionen, die man zum größten Teil ja im Karrieremodus spielt, werden dadurch erweitert. Und das sind dann zum Beispiel solche Sachen, dass eine dritte Partei mit aufs Schlachtfeld kommt, weil das ist auch ein Problem vom Vanilla-Game, dass sich die Missionen leider ziemlich schnell und ziemlich häufig dann wiederholen und da fehlt dann die Abwechslung. Und da können die Mods Abhilfe schaffen. Und wie gesagt, es sind dann auch vor allen Dingen, dass die Systeme überarbeitet werden. Also das Heat-Management wird überarbeitet, das System mit der Line of Sight wird überarbeitet, dass es da mehr Optionen gibt, dass zum Beispiel auch am Nächten nur teilweise verdeckt sein kann. Die Trefferchancen werden korrekt angezeigt, weil das normale Spiel gibt ja nur in 5% Schritten immer die Trefferwahrscheinlichkeit an. Man muss sich einfach mal ein bisschen durchgucken. Wer mit dem normalen Battletech noch nicht genug Battletech bekommen hat, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ist das schwierig zu installieren? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt wie gesagt nur den Battletech Advanced Mod installiert, aber soweit ich weiß, installieren die sich alle gleich. Man lädt im Prinzip nur einen Installer runter und der kümmert sich dann um alles. Ja, jetzt haben wir über jede Menge Neuerungen, Details und Mods gesprochen. Ich glaube, wir müssen zum Abschluss noch mal kurz darüber reden. Was ist eigentlich die Faszination von dem Battletech-Spiel für dich? Ja, das ist einfach die Faszination Mech irgendwie, die mich auch schon seit Kindheitsalter auch gar nicht so richtig losgelassen hat. Damals war es Mech Commander. Es bereitet mir einfach Freude, diese hochhausgroßen Kampfkolosse übers Schlachtfeld stampfen zu sehen. Und natürlich ist es auch das Basteln der Loadouts, was immer wieder zum Experimentieren einlädt. Das macht einfach Spaß. Das kann ich total nachvollziehen. Auch wenn ich das eher in den MechWarrior-Spielen mache. Aber als Rundentaktikspiel hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr Ruhe und Geduld, um mal ein paar von den taktischen Möglichkeiten, die diese Einheiten so bringen, zu nutzen. Letzte Frage. Würdest du sagen, dass das halbwegs einsteigerfreundlich ist? Also kommt man da gut rein oder muss man auch sehr viel Vorwissen mitbringen, zum Beispiel eben ja aus der Tabletop-Vorlage? Nee, das finde ich, also ich glaube nicht, dass man Vorwissen mitbringen muss. Wie gesagt, wenn man sich für das Szenario, für das Setting irgendwie begeistern kann, ich finde, also ohne die Mods, das ganz normale Vanillaspiel, das kann absolut, da kann jeder mit Spaß haben, weil es einfach ein gutes Rundenstrategiespiel ist.
Ja, BattleTech 2020 hat 2 Jahre auf dem Buckel, ist inzwischen ein besseres, umfangreicheres Spiel, wenn man die DLCs dazu kauft, die vielleicht eher in der Rabattaktion gekauft, ja, im Sale gekauft werden sollten, weil sie sonst vielleicht etwas zu teuer sind. Ansonsten jede Menge Mods gibt es. Und jetzt auch ein bisschen die Frage an unsere Zuschauer. Schreibt gerne uns, welche Mods ihr empfehlen würdet, wie eure Erfahrungen sind. Denn die sind ja wirklich teilweise unglaublich umfangreich und ändern so viele Sachen ab. Vielleicht könnt ihr da dem einen oder anderen Zuschauer auch noch Tipps mit auf den Weg geben. Denn das ist ja doch ein bisschen auch ein Nischenspiel mit einer Nischen-Community. Und da ist meine Erfahrung immer, dass die Leute sehr hilfreich untereinander sind. Jetzt könnt ihr das beweisen. Tobi, vielen Dank für die Einschätzung, für das mitgebrachte Material und sehr gerne. Ja, euch da draußen viel Spaß bei dem Spiel, falls ihr es nochmal ausprobieren wollt. Viel Spaß dabei, jawohl, macht's gut, ciao. Tschüss.